So, jetzt habe ich ein Experiment für Sie. Das können Sie zu Hause direkt mal ausprobieren. Das hier ist Michael, unser Aufnahmeleiter. Und wenn ich ihm mit dem Zeigefinger auf die Stirn drücke, dann kann er nicht aufstehen. Geht nicht, oder? Keine Chance. Nicht, weil er zu schwach wäre. Nein, er kann es einfach nicht können. Warum? Das erklärt Ihnen jetzt mein Kollege Martin Dunkelmann. Und er hat noch mehr verblüffende Experimente für Sie. Unser Reporter macht sich bereit für unsere Galileo-Challenge. 6 Dinge, die wir nicht können. Wer mitmacht, bekommt auch eine Belohnung. Dafür müssen unsere Kandidaten aber zeigen, was sie drauf haben. Zum Beispiel eine Papierkugel in die Flasche pusten. Oder vom Stuhl aufstehen. Das funktioniert nicht. Geht nicht? Viel Sensibilität. Hast du was gemerkt? Nee. Ich hab dich gerade berührt. Und Sehnfertigkeit beweisen. Klingt alles total einfach, sagen Sie? Na, dann passen Sie mal auf. Wer ist der Erste? Wer will? So, bei diesem Test lege ich eine Papierkugel hier vorne in den Flaschenhals. Und ich wette, niemand schafft es, die da rein zu pusten. Ein Kinderspiel. Oder vielleicht doch etwas, das wir nicht können? Ob man hier reinpusten kann? Kannst du nicht reinpusten? Ich glaube schon. Ich glaube ja. Pust mal. Okay. Machen wir nochmal. Siehst du? Wo ist er hin? Ich weiß jetzt auch. Irgendwo hier unten. Nur damit wir uns richtig verstehen, die Kugel muss in die Flasche. Aber hier schlägt die Physik gnadenlos zu. Was glaubst du, warum das ist? Hast du noch einen Versuch? Ja, klar. Wirst du sowieso niemals im Leben schaffen. Nein, Quatsch. Denn das Problem ist folgendes. In der Flasche ist bereits Luft. Wenn wir hineinpusten, muss diese überschüssige Luft erstmal raus. Um der neuen Platz zu machen. Sie kann aber nur durch den schmalen Flaschenhals entweichen und schiebt somit die Papierkugel mit raus. Aber wir wären ja nicht Galileo, wenn es nicht doch einen Trick geben würde. Also aufgepasst. Einfach länger und vorsichtig pusten. Shit, er hat's auch geschafft. Du hast zu viel Gefühl. Ja. Scheiße, sie hat zu viel Gefühl. Dann kann die Luft in der Flasche auch langsam rausströmen und macht dem neuen Atem Platz. Und der schiebt die Kugel dann in die Flasche. Was es für Sachen gibt, ey. Die nächste Challenge. Martin wettet, dass es niemand schafft, von diesem Stuhl aufzustehen. Hört sich leicht an, aber Martin hat einen magischen Finger. Setz dich gerade hin, lehn dich hinten an. Viel Spaß. Darf ich? Und jetzt Martins Trick. Darf ich trotzdem mit aller Kraft versuchen? Das funktioniert nicht. Geht nicht? Nee. Das geht natürlich nicht. Irgendwie hat man quasi wie eine Scheibe vorne dran. Warum ist das so? Was wiegst du? Das hat nichts mit dem Gewicht zu tun. Nee. Aber woran liegt es dann? Wir haben die Erklärung. Es hat etwas mit unserem Körperschwerpunkt zu tun. Wenn wir sitzen, liegt er bei der Hüfte. Stehen wir auf, müssen wir diesen Schwerpunkt verlagern. Deswegen lehnen wir uns mit dem Oberkörper nach vorn. Und zwar so lange, bis er mindestens über unseren Füßen ist. Dort ist nämlich unsere sogenannte Aufstandsfläche. Und da muss unser Schwerpunkt hin, damit wir aufstehen können. Drückt jemand mit dem Zeigefinger gegen unsere Stirn, können wir uns nicht mehr nach vorn lehnen und müssen sitzen bleiben. Aber auch hier gibt es einen Checker-Trick. Mit sehr viel Kraft. Ja, fast. Aber du merkst, es ist mega schwer, oder? Ja, natürlich. Und mit der richtigen Sitzposition klappt es. Ja, wenn man die Füße nach hinten klappt, dann geht's immer noch einfacher, ne? Die dritte Challenge. Meine nächsten Kandidaten werde ich mit dieser Feder auf der Haut berühren und sie werden es nicht merken. Damit sie nicht sehen, was Martin genau macht, bekommen alle eine Augenbinde.
Miriam, hilf mir. Alles gut, es passiert nichts Schlimmes. 10 mal bis 10 bitte für uns. 1, 2, 3, 4. Durch das Zählen sind sie abgelenkt. Jetzt darf Martin kitzelmäßig loslegen, aber nur am Ellenbogen. Und spürt irgendjemand was? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hast du gemerkt? Ich hab dich gerade berührt. Du warst neben mir, aber... Wo hast du gemerkt, wo? Nein. Wo? Hast du nicht gemerkt? Nein. Nee, das habe ich nicht gemerkt. Hast du nicht gemerkt? Siehst du, ich kann Frauen berühren, ohne dass sie es merken. Das ist auch eine Challenge irgendwie, ne? Natürlich nicht überall, sondern nur an ganz bestimmten Stellen wie dem Rücken. Denn unsere Haut ist voller Rezeptoren. Sie sind dafür da, damit wir Berührungen, Hitze, Kälte oder Schmerz spüren. Aber nicht überall sind gleich viele Rezeptoren auf der Haut, denn das würde unser Gehirn überfordern. Empfindliche Stellen mit vielen Rezeptoren sind zum Beispiel Fingerkuppen, Lippen oder unsere Zunge. Am Rücken oder am Ellenbogen ist unsere Haut nicht so empfindlich. Hier spüren wir nur etwas, wenn uns jemand fester anfasst. Das kann man mit einer Feder aber nicht, denn sie ist zu leicht. Deshalb spüren wir es nicht, wenn sie uns am Ellenbogen berührt. Bei unserem 4. Experiment können Sie mitmachen. Schuh aus. Unsere Finger können wir einzeln bewegen. Klar, einen nach dem anderen. Und unsere Zehen? Aber das ist echt schwer, ne? Ich kann einen nicht bewegen. Gar nichts? Nein. Den kleinen Zeh einzeln? Nein. Großen Zeh einzeln? Ich habe gewonnen. Er schafft es nicht, seinen Zeh einzeln zu bewegen. Was glaubst du, warum das so ist? Kleiner Tipp: Es hat nichts mit unseren Muskeln im Fuß zu tun. Also man braucht nicht alle Zehen. Gar nicht so schlecht. Denn theoretisch haben wir alle Voraussetzungen, um unsere Zehen einzeln zu bewegen: Knochen, Sehnen, Bänder und Muskeln. Im Gegensatz zu unserem Mittel- und Ringfinger hat sogar jeder unserer Zehen eigene Muskeln. Allerdings brauchen wir unsere Füße nicht mehr zum Greifen. Deshalb haben wir die Bewegung verlernt. Die Funktion ist verkümmert. Checkertrick Nummer 3. Wir können es uns aber wieder antrainieren. Zum Beispiel durch viel Barfußlaufen. Das stärkt unsere Muskulatur. Oder ganz bestimmte Zehenübungen, zum Beispiel eine Wellenbewegung machen. So, ab heute, jeden Tag vorm Spiegel, 20 Minuten. 20 Minuten trainieren und dann irgendwann dann geht das wieder. Dann geht das wieder. Bevor wir zu unserem Krapfen-Experiment kommen, gibt es noch ein Ding, das wir nicht können. Wie verlaufen die Linien auf diesem Bild? Schief. Alles durcheinander. Wenn man jetzt einfach nur drauf guckt, gehen sie alle... Immer eine hinten breit und dann vorne schmal und dann andersrum die nächste. Als wären die in so einem Bogen ein bisschen. Ja. Aber die Linien sind tatsächlich gerade. Die sind alle waagerecht und parallel vor allem. Ist das eine Überraschung für dich? Ja, irgendwie schon. Man kann nicht das gesamte Bild auf einmal gerade sehen. Das ist so ein optisches Täuschungsding. Warum sehen wir schiefe Linien, obwohl sie eigentlich gerade verlaufen? Grundsätzlich nimmt unser Gehirn Licht und Helligkeit stärker wahr als Dunkelheit. Helle Dinge drängen sich quasi in den Vordergrund und wirken dadurch größer. In unserem Fall heißt das, die weißen Kästchen wirken größer als die schwarzen. Und noch etwas kommt dazu, um uns zu täuschen. Die grauen Linien in den Zwischenräumen. Unser Gehirn denkt, die weißen Quadrate sind größer als die schwarzen. Also kann die Linie ja nicht gerade sein. Ohne ist alles wieder gerade. Denn dann gibt es keine Linien mehr, die verschoben werden können. Das ist... Ach so, das ist gut. Zum Schluss der Krapfen oder Berliner. So, und zur Belohnung darfst du einmal abbeißen. Bitteschön. Das ist natürlich nicht nur Belohnung, sondern gleichzeitig ein Experiment. Achten Sie mal auf die Lippen. Sobald sie mit Zucker in Berührung kommen, schlägt man sie ab.
ganz automatisch. Jetzt versuch mal abzubeißen, ohne abzulecken. Versuch mal. Du musst dich konzentrieren, ohne Scheiß. Mein Hirn sagt mir die ganze Zeit, leck die Lippe ab. Ja, ja. Das ist komisch und irgendwas an den Lippen rumhängt. Es klebt irgendwie. Es ist echt schwer, nicht zu lecken, ne? Ja, weil das so ein Reflex ist. Stimmt, es ist eine Art Reflex. Dafür gibt es zwei Gründe. Unsere Lippen sind sehr empfindlich. Kommt Zucker dran, schlägt unser Gehirn Alarm. Denn der Zucker, egal ob Puder oder Kristall, entzieht den Lippen die natürliche Feuchtigkeit. Deshalb schickt unser Gehirn sofort den Befehl los, Lippen lecken. Der zweite Grund, Zucker lässt den Serotoninspiegel ansteigen. Und das mögen wir, denn es ist eines der Glückshormone. Und wieder sagt unser Gehirn, schnell ablecken, denn wir wollen ja alle glücklich sein.